Es ist immer so, dass unsere Auszubildende von Anfang an, von Tag 1 an im Gästeservice eingesetzt werden und auch Verantwortung übertragen bekommen, weil ich denke, dass sie halt nur an diesen Herausforderungen lernen können. Und wir begleiten sie natürlich auf diesem Weg und bieten ihnen dann immer wieder Hilfestellung an, führen auch Gespräche mit ihnen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn sie mal nicht so einen guten Tag haben. Ich denke, das ist so das, wie wir mit unseren Auszubildenden umgehen und was auch dazu führt, dass sie eine gute Ausbildung abschließen können nachher. Und was müssen die Gäste ausfüllen, wenn sie dann bei uns ein Zimmer reserviert haben? Dafür haben wir unsere Meldekarten. Mhm. Die lege ich dann den Gästen am besten vor, damit sie sehen, was dort steht. Ich gehe mit ihnen die Anreise und Abreise durch, das eventuell schon gebuchte Zimmer, die Rate, die der Gast bezahlt und dann, ob Frühstücken schon inklusive ist oder nicht. Außerdem brauche ich noch die Anschrift des Gastes in eine Unterschrift. Tina ist eine gute Mischung zwischen Humor und Respekt. Also sie ist immer für den Spaß zu haben, aber man weiß, dass man auch mit ernsten Dingen zu ihr kommen kann. Mir gefällt sehr an Tina, dass sie sehr leidenschaftlich und offen mit ihrem Beruf umgeht. Ja, Tinas größte Stärke ist im Grunde genommen darin, dass sie immer und immer wieder es schafft, jemanden zu motivieren, vor allem in schweren Zeiten. Also wir haben hier ein klassisches Dreigangmenü eingedeckt. Einmal Vorspeisen Messer, Vorspeisen Gabel. Einmal Hauptgang Messer und Hauptgang Gabel. Das Wichtigste hier am Tisch ist die Sauberkeit von der Serviette, von den Gläsern und dass keine Fingerabdrücke auf den Besteckteilen liegen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nie auslernt, dass man auch nach der Ausbildung nicht fertig ist zu lernen und dass man einfach an seinen Herausforderungen, die man tagtäglich gestellt bekommt, nur wachsen kann. Tina sollte Ausbilderin des Jahres 2013 werden, weil sie uns alle motiviert und weil sie uns immer und immer wieder andere Perspektiven zeigt.